Herzlich willkommen. In dieser Woche möchten wir die Vorlesung gerne evaluieren. Das Ganze wird so stattfinden, wie Sie das wahrscheinlich aus den letzten Semestern schon kennen. Sie werden von uns per E-Mail einen Link erhalten. Der geht an alle angemeldeten Teilnehmer der jeweiligen Veranstaltung. Und mit diesem Link können Sie dann am Dienstag, 22.06., den entsprechenden Fragebogen für die Numerik von Differentialgleichungen ausfüllen, wenn Sie daran teilnehmen, beziehungsweise am Mittwoch, den 23.06., den Fragebogen zur fortgeschrittenen Optimierung und inverse Probleme ausfüllen. Der Link wird jeweils von 10 bis 18 Uhr freigeschaltet sein und ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz stark an Sie appellieren, Sie ganz stark bitten, doch an dieser Evaluation teilzunehmen. Die Ergebnisse sind sowohl für uns intern als auch nach außen hin sehr, sehr wichtig, von ganz großer Bedeutung. Es ist uns sehr wichtig zu wissen, wie Sie, ja zum einen natürlich erstmal, wie Sie die Vorlesung inhaltlich einschätzen, wie Sie das ganze Konzept der Vorlesung finden und insbesondere auch in diesem ja mittlerweile dritten digitalen Semester interessiert uns Ihre Meinung zu unserem Online-Ablauf, also die Videos, die wir produziert haben, die wir entsprechend auf das HZ-Portal bzw. auf YouTube hochladen, die Art, wie wir den Übungsbetrieb organisiert haben. Sie sind ja alle mittlerweile leider schon sehr erfahren in dieser Online-Lehre, in diesem dritten Semester und haben da wahrscheinlich eine sehr differenzierte und durchdachte Meinung zu. Und dann interessiert uns natürlich Ihre Erfahrung und vielleicht auch, ob Sie Dinge sehen, die wir ja mit rüber retten sollten in dem hoffentlich wieder stattfindenden Präsenzbetrieb. Wir hoffen ja alle, es sieht im Moment sehr gut aus, dass wir im Wintersemester wieder voll in Präsenz arbeiten können, wieder voll in Präsenz unsere Vorlesung halten können und vielleicht gibt es das ein oder andere aus der Online-Zeit, was wir da auch mit rüber retten sollten. Also von daher wirklich meine ganz große Bitte an Sie. Bitte nehmen Sie teil an der jeweiligen Evaluation. Sie helfen uns damit wirklich sehr. Vielen Dank.